Mahlzeit, Leute. Mich haben Nachrichten erreicht, ich solle doch mehr erzählen, aber was soll ich erzählen? Heute fahren wir von Düsseldorf nach Mannheim. Keine Sorge, es kommen auch wieder Warfare-Navi-Videos, aber zurzeit da bin ich das Spiel total abgenervt. Jetzt brauche ich erstmal was für die Seele. Ob's LKW fahren dann ungefähr viel besser ist, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber das wird die Zeit zeigen. Das ist der neue DAF. Natürlich schon mit allem drum und dran. Ich weiß auch nicht, was ich großartig erzählen soll. Es geht ums LKW-Fahren. Ich fahre von A nach B. Das ist eigentlich voll die stupide Nummer. Ich meine, wie viele LKW-Fahrer gibt es da draußen, die froh sind, wenn sie raus sind, aber mich entspannt das irgendwie übelst. Und deswegen habe ich das jetzt angefangen. Das neue virtuelle Cockpit hier drin ist ja der Wahnsinn. Ich habe das Spiel schon früher gespielt. Ich habe irgendwie gefühlt. Das heißt gefühlt laut Steam knapp 100, ich glaube 180 Tage Spielzeit. Das habe ich, also ich habe quasi mit dem Spielen, mit dem Spiel quasi angefangen. Also ich bin so ziemlich von Anfang an dabei, als alle LKWs noch nicht den originalen Markennamen hatten, sondern quasi, Volvo hieß Vaillant und Mercedes hieß irgendwie anders, keine Ahnung, das ist scheißegal, ist ewig her. So lange spiele ich das schon und ich habe hier sämtliche Bußgelder rausgenommen und auch die Geschwindigkeitsgrenze, weil mir das schwer auf den Sack gegangen ist, wenn ich dann hier 90 fahren kann oder 80 oder was die Karre rennt und dann jetzt übertrieben 1500 Kilometer fahren muss. Ja. Oder 5000 und dann bist du gefühlt den ganzen Tag unterwegs. Also jetzt nicht im Gameplay, sondern realistisch bist du halt gefühlt 5 Stunden unterwegs, hast eine Strecke gefahren und das hat mich irgendwann schwer angenervt. Und dann habe ich halt entdeckt, dass man den Haken einfach nur rausnehmen muss und dann kann man halt 180 fahren mit dem oder 150, je nachdem, was der LKW kann. Fahren. Ich weiß, die ganzen Hardcore-Fans sagen, dass das an der Simulation dran vorbei ist. Das ist mir durchaus bewusst, aber trotzdem glatte. Einfach aus dem Grund, wer schneller fährt, der schneller da. Genau. Das hat ja in dem Sinn keine negativen Auswirkungen, außer dass, wenn du irgendwo vorfährst, dein LKW richtig in den Fritten ist. Von daher ist das für mich persönlich völlig in Ordnung. Ich habe kein Lenkrad, ich fahre das Ganze, wie man sicherlich gemerkt hat, mit der Tastatur. Weil ich, dafür habe ich in letzter Zeit das Spiel einfach zu wenig gespielt, damit sich das rechnet, sich dafür ein paar hundert Euro da so ein Lenkrad zuzulegen. Und dann hätte ich auch gerne dieses Farming-Lenkrad gehabt oder schaue da immer noch danach, irgendwo mal etwas günstiger schießen kann. Ich kein Freund davon bin, da loszurennen und dann da eben, ich weiß gar nicht, was es aktuell kostet, da loszurennen, ein paar hundert Euro auszugeben für eine Sache, die man dann vielleicht 5-mal benutzt und dann hat man dann schwer keinen Bock mehr drauf. Ich hatte ein Lenkrad, das funktionierte aber nicht, weil der Einschlagwinkel nicht passte, weil das zu schnell reagierte und dann, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben, wie das technisch perfekt erklärt ist. Fakt ist, man muss halt dieses Farming-Lenkrad haben oder eins, was diesen Einschlagwinkel simulieren kann, den ein LKW macht, weil ein LKW halt länger einlenken kann oder mehr einlenken kann als jetzt ein normaler PKW oder halt in meinem Fall so ein Formel-1-Fahrzeug. Dafür war das Lenkrad im Ursprung eigentlich gedacht. Ne? Naja, nun sitze ich hier im Keller, fahre mit meinem LKW von A nach B. Ich hoffe, euch geht mein Gesülze nicht schwer auf die Eier. Ja. Abends werde ich immer noch mit meinen Kollegen vom Clan mit den Warfarern fahren. Aber wie gesagt, gestern Abend, das hat mich so angenervt, dass ich irgendwann mittelschwer wutentbrannt den Rechner ausgemacht habe und ich weiß nicht, ob das sein muss. Sicherlich stelle ich mich auch stellenweise ein bisschen dämlich an, das mag ich ja gar nicht zu. Will ich ja gar nicht bestreiten, dass ich da jetzt nicht so der Obercrack bin in dem Spiel, aber ich muss auch ganz klar sagen, es ist immer noch ein Hobby. Und wenn mich ein Hobby so annervt, dass ich dann irgendwie wutentbrannt
am liebsten in den Monitor treten möchte, dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Und dann kann ich besser mal so entspannt zwei, drei Runden mit dem LKW durch die Gegend eiern, ist alles gut. Und mich abends dann wieder aufregen. Und dann ist auch alles gut. Ich weiß auch nicht. Es gibt ja auch Runden, die laufen super. Und dann gibt es Runden, die sind schwer. Oh, begreife ich es auch nicht, wie das funktionieren kann. Vor allen Dingen, wenn man, was hier los, quasi gefühlt genau den gleichen Panzer hat und man selber solche Schüsse nicht hinkriegt. Und dann weiß ich nicht. Fühle ich mich auch schwer, relativ schnell, relativ verarscht mit von der ganzen Geschichte. Ja. Mag sein, dass einige Nationen da eventuell bevorzugt werden oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Das steht mir auch nicht zu, mir darüber ein Urteil zu erlauben. Von daher ist eigentlich alles gut. Das Spiel macht ja auch schwer Laune, wenn man da richtig drin ist. Aber momentan pausiere ich das Ganze auch. Die ganzen Hackerangriffe auf die Server sind schwer nervig. Wenn mitten im Spiel gekickt wird, weil man irgendwie eine FPS von 3 hat. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Ne? Kann man besser hier schön entspannt LKW fahren. Die Grafik ist geil geworden in den letzten Jahren. Auch das ganze Gameplay an sich ist cool geworden. Am Anfang war das ja alles so ein bisschen hölzern und man ist dann halt auch nur, weiß ich nicht, so Kerneuropa gefahren, glaube ich. Dann kam irgendwann Goris dazu, da war dann Polen und so Kram alle mit dabei. Dann kam Italien dazu, dann kam irgendwann Frankreich dazu. Ich glaube sogar erst kam Frankreich, dann kam Italien. Ich habe angefangen eigentlich mit dem Germany Truck Simulator. Ne? Das war das erste. Ich bin so ein bisschen durch Deutschland geeiert, alles gut. Ne, das lief noch auf meinem uralten Laptop, da konnte ich schön in der Wanne liegen und nebenbei LKW fahren, das war alles geil. Ja, und dann wurde das immer größer und irgendwann musste man dann auch hardwaremäßig ein bisschen nachrüsten. Ja, ich bin jetzt so mit meinem Rechner ganz zufrieden. Wie ich hier unter dem einen Kommentar dann gelesen habe, nein, es ist nicht aus den 40ern, aber es ist noch lange nicht perfekt. Ich sehe es auch nicht für einen Gaming-PC, der irgendwie ein paar tausend Euro auf den Tisch zu legen. Mein Setup, so wie es hier steht, hatte ich meine, ohne Scheiß, keine 500 gekostet. Ich habe 32 GB RAM, ich habe ein AMD Ryzen 7 hier drauf. Ich habe ein X570 Board von MSI, was eigentlich relativ weit oben anzusiedeln ist. Ich habe eine, oh, schlag mich tot, eine TI 1060 hier drin mit 6 GB RAM. Also es ist alles im Rahmen, es ist alles okay. Sicherlich könnte ich noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher haben und auch vielleicht irgendwann noch mal eine größere Grafikkarte oder was weiß ich. Ryzen 9 oder was weiß ich, was für eine Scheiße. Aber im Endeffekt reicht das für Spielen so zu. Ich muss nicht auf High Quality spielen oder auf 4K oder was weiß ich was. Das ist okay. Wenn man sich damit ein bisschen befasst und ein bisschen guckt bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay Direkt oder was weiß ich wo, dann kann man da auch mal einen Schnapper machen. Ja, und dann ist es halt so. Muss man halt sich durchaus darüber im Klaren sein, dass man sich auch anscheißen kann, wenn man irgendwelche gebrauchten Teile kauft. Ja, aber die meisten sind relativ ehrlich, was das angeht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich da mit irgendeinem Teil angeschmiert hätte. Ich meine, das Einzige, was ich wirklich neu gekauft habe, war das Gehäuse. Weil ich das Gehäuse so, ich wollte halt ganz gerne ein Be Quiet haben, ein Be Quiet 800, das ist ein relativ großer Kasten. Ist von der Verarbeitung her und von der Aufmachung her, das Gehäuse an sich aufgeschlüsselt, ist relativ geil. Und das hatte ich bei meinem kurzen gesehen, da fand ich das ganz cool. Und also da habe ich das erste Mal für ihn gekauft und dann habe ich mir überlegt, das kaufst du dir auch. Und dann habe ich das bei eBay Kleinanzeigen gesucht und das kostete gebraucht so viel, wie ich bei unserem Computerladen hier im Ort quasi neu dafür bezahlt habe. Ich habe das für, das hatte der im Angebot, ich meine 80 Euro hat das gekostet, das Gehäuse. Und das war okay. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen das Mainboard gekauft, das sollte einen Fehler haben. Das habe ich dann bei nach MSI einschicken lassen. Das haben die dann kostenfrei getauscht, weil ich ja den originalen Bon hatte. Also habe ich quasi für die Kohle, die ich bei eBay Kleinanzeigen rausgehauen habe, von MSI ein neues in Anführungsstrichen gekriegt, komplett überprüftes. Also wusste ich, dass das auch funktioniert.
bisschen Arbeitsspeicher gekauft, einen Prozessor gekauft, fertig war die Laube. Was ist denn jetzt los hier? Och nö, was ist denn das für eine Scheiße? Quetschen wir uns einfach durch. Krampel hier, fahr zu. Boah, jetzt sind wir irgendwie fest. Komm. So geht doch. Da passt mein LKW auch durch. Was soll ich jetzt hier eine Umleitung fahren? Und mir noch eine Rechnung schicken. Nee, und dann, ich meine, man muss gucken. Klar kann man kann sich auch für ein paar tausend Euro oder irgendein Ding hinstellen, was nicht viel mehr Performance hat. Und der Ryzen 7, den ich hier drauf habe, das ist jetzt zweite Generation. Das ist der kleinste Ryzen 7, der auf dem Mainboard zugelassen ist. Ja, nur, dass man da mal eine Hausnummer hat. Und mit BIOS-Update kann ich die aktuellsten Ryzen da draufsetzen. Weil wenn ich irgendwann mal das Ryzen kriege und meine, dass der 8-Core-Prozessor zu klein ist, dann kann ich mir da immer noch einen größeren draufsetzen. Aber zurzeit sehe ich das einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es funktioniert doch. Und ich muss nicht nebenbei irgendeinen anderen Scheiß machen. Ich will nicht große Grafiken bearbeiten oder irgendwas, dass ich da einen riesen Arbeitsspeicher brauche. Die 32 GB sind völlig ausreichend. Daher bin ich mit meinem Setup völlig in Ordnung. Völlig zufrieden. So, ja. So, jetzt sind wir mittlerweile in Mannheim angekommen, weil ich ja doch die ganze Zeit zugefaselt mit irgendeinem Schwachsinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich werde jetzt hier schön einparken. Dann habe ich endlich die Kohle für den eigenen LKW zusammen. Ja. Ich mache das nicht, um irgendwelche. Muss ich noch dazu sagen, ich mache das nicht, um jetzt irgendwie berühmt zu werden oder irgendeinen Krempel. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich hatte mal ein paar Tage Langeweile, weil ich krank zu Hause saß, ewig. Und dann dachte ich mir, ich stelle es jetzt an mit der Langeweile. Und dann, mein Sohn hat seinen eigenen Kanal. Und dachte ich, komm, das machst du auch. Und nun fahre ich und fahr Panzer. Was soll's. Ich wünsche euch jedenfalls einen geilen Tag. Lasst es euch nicht zu lang werden. Wie gesagt, wenn es gefallen hat, lasst ein Abo da. Wenn nicht, ist auch gut. No, ich parke jetzt hier gefühlvoll ein und dann würde ich sagen, man hört sich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss.